Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen das schöne Projekt Big Farm auf der Map Neubartelshagen. So, es hat einen Grund, warum ich hier vor unserem Maisfeld stehe. Und ihr seht, ja, es ist noch nicht so weit. Es ist noch im Wachstum. Und das gilt übrigens auch für die anderen Felder, beziehungsweise was wir ja sonst noch angesät haben. Nebendran die Sonnenblumen, die sind leider auch noch nicht so weit. Aber wie ich hier gerade sehe, Feld Nummer 4, Feld Nummer 13. Es gibt Aufträge. Und ich denke, diesen Auftrag mit Feld Nummer 4, den könnten wir eventuell machen. Da würden wir uns hier diesen schönen großen Drescher mit ausleihen und dann vielleicht mit unserem zusammen und dann das Ganze abarbeiten. Und dann haben wir ja hier noch Feld Nummer 6, aber das ist ja ein Mammutfeld, also da haben wir ja richtig zu tun. Und dann Feld Nummer 13, das wären jetzt hier ein paar Optionen, die wir angehen können, um ein bisschen Geld zu machen. Feld Nummer 2, dann lassen wir mal lieber die Finger davon, weil hier sollen Kartoffeln geerntet werden. Und Feld Nummer 2 ist jetzt wirklich kein kleines Spaßfeld, also das könnte dann ein paar Wochen dauern und zwar fast in Echtzeit. Aber was ich euch ganz kurz zeigen möchte, so, hier haben wir ja die meisten unserer Ballen schon mal abgearbeitet und mit unserem neuen Liebherr verarbeitet, aber die Ballen sind leider noch nicht so weit, 63%, die hier habe ich da oben mal gestapelt, 62%, und wenn ich richtig weiß, müssten die auch noch nicht, oder? Wir schauen mal nach. Weil wir sind jetzt gerade mal bei bescheidenen 47.000, wenn wir hier auf unser Konto schauen. Und wir haben ja ein bisschen Kredit noch aufnehmen müssen. Nee, die sind alle noch nicht so weit. Oh, doch, hier. Okay. Ja, sind vereinzelt. Okay, schauen wir mal. Nee, die meisten sind nicht so weit. Ja, das ist ein Ballen oder zwei Ballen. Das war bestimmt, weil wir die eben eingesammelt haben. Nee, da können wir nicht mit groß arbeiten, das bringt nichts. Also, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier umschalten, dass aus unserem Fermentersilo das Material hier rüber geht. Achtung, das machen wir folgendermaßen. Wir gehen auf Produktion und sagen einfach hier bei, zack, so, verteilen. Ja, dann kriegen wir nämlich hier das Ganze auch schön am Laufen. 40.000 haben wir noch drin im Fermentersilo. Über Nacht 173.000 produziert. Und das heißt, dann können wir die nächsten Stunden ordentlich hier Kohle machen. Denn wir schauen mal kurz hier drauf. 450.000 sind wir im Minus. Das müssen wir erstmal abarbeiten. So, was habe ich denn am letzten Tag gemacht? Das würde ich euch gerne noch zeigen. Außer, dass ich natürlich hier Ballen verarbeitet habe. Und dazu gehen wir mal ganz kurz nach oben. Weil dann zeige ich euch. So, ich habe mittlerweile die Gärreste fast alle verarbeitet. Und zwar habe ich hier unser Grasfeld damit gedüngt. Man kann es, glaube ich, sehen. Und dann habe ich das Feld, das wir bereits abgeerntet haben, auch schon hier gedüngt. Beziehungsweise, ja, bin ich eben, ich habe die Gärreste ausgebracht und habe auch das Feld gleich mal hier den Stoppelsturz durchgeführt. Mit einer Scheibenecke. So, und da das Grasfeld habe ich auch schon mal so weit gedüngt und das werden wir auch nochmal wachsen lassen, damit wir es auf jeden Fall nochmal einmal ernten. Und im Herbst, da machen wir dann daraus, ja, schauen wir mal, da werden wir das Feld auf jeden Fall unterteilen und dann soll da was anderes daraus werden. Und hier dieses Feld übrigens, das habe ich dann auch schon mal gedüngt und dann können wir noch jede Menge Silage machen. So, für alle, die sich jetzt hier zum ersten Mal vielleicht zuschalten zu unserem schönen Big Farm Projekt und sich wundern, warum es hier alles so kahl und leer ist. Ja, also die Story ist so ein bisschen, dass wir da drüben als Lohner gearbeitet haben und jetzt so langsam uns doch selbstständig machen wollen, Flüge werden wollen, aber mit einem eigenen Hof. Und deswegen dürfen wir hier auch noch, weil wir so gut mit unserem Chef befreundet sind, die entsprechenden Ressourcen, die entsprechenden Gerätschaften bzw. Hallen noch ein bisschen mitnutzen. Auch hier zum Beispiel dann den Dieseltank, den Wassertank und so weiter. Und wir wollen auf diesem Gelände hier dann eben unseren neuen schönen Hof bauen. Haben schon eine kleine Hof-BGA, haben natürlich schon eine kleine Einkaufsstation und eben ein Fermentersilo, damit wir hier wirklich Gras und entsprechendes Häckselgut dann schon mal verarbeiten können. Und die Idee ist eigentlich, dass wir hier auf dieser großen Fläche dann einen schönen großen Kuhhof bauen wollen, einen Kuhstall. Und da wir leider noch nicht so weit sind, habe ich übergangsweise jetzt diesen Kuhstall hier genommen
Und da habe ich 40 Kühe reingemacht und das ist sozusagen unsere kleine Aufzuchtstation. Also Kälber haben wir da eigentlich reingemacht. Und da schauen wir mal ganz kurz, wie da jetzt der Stand ist. So, 40 Holstein haben wir da reingepackt und die sind jetzt gerade mal einen Monat alt. Und da das ganze System ja einen Fütterungsroboter hat, tun wir uns da etwas leichter, weil wir dann eben keine Mischmaschine eben, Mischer, Futtermischer kaufen müssen und dann können wir das Material da direkt reinwerfen und apropos reinwerfen, wenn ich richtig weiß und das müssen wir jetzt gleich mal machen, lass mich mal kurz überlegen, wir gehen auf den Hof und nehmen den Kollegen, den müssen wir sowieso noch aufräumen, so mit dem mit der Scheibenegge. Und wir müssen nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen Silage da in unseren zu unseren Kühen bringen. Und ja, wer es beobachtet hat, wird sich auch gedacht haben, klar, der Kollege hat wieder mal nicht aufgepasst hier, der Hobbytuber. Und zwar ist ja logisch, also würde ich jetzt mal fast sagen, ist ja logisch jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich da Stroh eingeworfen in den Stall und habe eigentlich gar keinen Misthaufen. Und ich glaube, dann ist das wohl relativ für umsonst. Nicht kostenlos, sondern wirklich für umsonst. So, Freunde, wo haben wir denn unseren Hänger? Wo ist denn unser Hänger? Ist der drüben noch? Parkt der da irgendwo noch nebendran? Ah ja, da steht er ja nebendran. Ja, also wie gesagt, habe ich da tatsächlich das Stroh eingeworfen hier, ein Stroh eingestreut und das bringt überhaupt gar nichts. Wir werden gar keinen Mist produzieren, weil wir nämlich an der Stelle kein Mistsilo oder keine Mistplatte entsprechend hinbauen können. Und dann denke ich mal, weil wie gesagt, wenn man da hinschaut, Stroh ist immer noch bei 637.637, da wird sich dann, denke ich, wohl nichts tun. Aber nun gut. Ist ja nicht so, dass Stroh jetzt wirklich uns Geld kostet. So, ich denke mal, wir packen mal, ich glaube, so 30.000. Sollte mal reichen, obwohl 30.000 passt das überhaupt hier rein, ich glaube schon. Ja, machen wir 20. Weil so viel passt da, glaube ich, gar nicht rein in den Fütterungsroboter, 47 oder irgend sowas. Jedenfalls Stroh und Heu, nicht doch, Heu haben wir da auf jeden Fall voll gemacht und der Rest ist ja hier. Ja, das ist jetzt so, da müssen wir natürlich jetzt übergangsweise immer mal ein bisschen hier fahren, haben es nicht direkt am Hof, aber das soll ja nicht das Problem sein. Aber nichtsdestoweniger müssen wir mal ein bisschen vorwärts kommen und ich hoffe, dass wenn wir jetzt dann im Sommer hier die Ernten haben von unserem Maisfeld und unserem Sonnenblumenfeld, dass wir dann endlich dann hoffentlich ein bisschen in die Kohle kommen, dass wir uns den Kuhstall am Hof bauen können und überhaupt mal ein bisschen was am Hof bauen, weil im Moment sieht es ja alles ein bisschen wirklich, traurig aus. Traurig. So, da sind sie, unsere Kühe, unsere Kälber, 40 Stück. Und warten auf ihr Futter. Oh, ihr seht es ja, ist fast schon leer. Okidoki, aber da ist voll. Okay, dann laden wir mal ab. Und werfen mal einen Blick hier rein. 38.000, Stroh 43, okay. Silage 28, gut. Also das sollte uns jetzt ein paar Monate reichen. Wir können noch mal gucken, wie es denn unseren Tierchen geht. Dumm. 8.11 Uhr, da passiert jetzt erstmal nichts mit dem Förderungsroboter. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das, was da hinten jetzt als Stroh drin liegt, ist eigentlich verschwendet, weil das Gelände hier gehört uns nicht und das können wir, also da können wir jetzt im Moment nicht bauen und deswegen war das also, naja. So, dann fahren wir mal wieder zurück und dann werde ich jetzt Folgendes machen, weil ich habe euch ja auch gefragt, wie es da jetzt eigentlich aussieht und denn ich habe ja, oder wir haben ja das Problem mit den Ballen, mit diesem Ballenwagen und das werde ich euch gleich nochmal zeigen, ist ja das Problem seit diesem Content-Update, dass er jetzt rumbockt beim Abladen und deswegen wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Gefährt zu verkaufen, so schön es ja auch ist. Und dann muss ich nochmal in den Shop schauen, da werde ich dann wohl mir einen Autoload-Ballenwagen dann besorgen und dann können wir das alles auch ein bisschen besser laden. So, wir bringen das Ganze hier auf unseren
Lohnerhof. Ist da Platz? Nee, da ist kein Platz. Ja, gut, stellen wir jetzt dahin. So. Gut. Dann zu den Ballen. Und dann schauen wir mal. Ja, wie gesagt, die Vermutung war, dass es vielleicht auch daran liegt, weil einfach wir die Ballenkapazität erreicht haben. Aber das ist es dann wohl doch nicht. Denn mittlerweile haben wir nicht mehr die Ballenkapazität erreicht und trotzdem bockt er rum. Ja, ich würde die jetzt versuchen, hier abzuladen. Weil es ist jetzt gerade egal, weil die sind genauso weit wie die da hinten. Und da müssen wir einfach mal schauen, ob die heute noch fertig werden. Ja, ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn man ein bisschen vorfährt, dann bockt... Aber ihr seht schon, er... Okay. Ja, dann ist ja alles geschwätzt, ne? Ja, man sieht es auch. Also irgendwas stimmt da nicht mit den Ballen. Und dann plötzlich fallen sie zusammen. Und deswegen kriegt man die auch nicht mehr ordentlich hier abgeladen. So. Wenn der hier zusammen, dann kann man den auch wieder ein bisschen hinschmeißen. Dann kann man wieder aufbauen. Okay. Und deswegen werden wir den jetzt auch verkaufen. Das bringt nichts. So leid es mir auch tut für den Wagen. So, okay. Wir schauen mal im Shop. Wir schauen mal im Shop, ob es irgendwas Interessantes gibt. Nein, da gibt es nichts. So, okay. Dann Ballen, Ballen, Ballen. Da ist er doch, Ballentransport. Gut, 35 bringt er uns wieder. Wir werden ihn verkaufen. Hilft nichts. Dann schauen wir mal. Ballentransport. Hier. Mit einem Autoload. Ja, das wird weiter hinten sein. Ja, das waren die hier. Die hier habe ich, glaube ich, immer genommen. Die haben Autoload, wenn ich das richtig weiß. Augenblick. Nein, die gehören dazu. Komisch, hat Bahn es nicht mal mehr? So, was kriegen wir denn da drauf? 38 Ballen. Haben wir da Autoload? Automatisch laden, ja. 38, das ist aber ganz schön lang, oder? Naja gut, ich meine, auf der anderen Seite kriegen wir da Material drauf. Was kostet er uns? Bescheidene 12.000, haben wir sogar noch was verdient. Ja, und es passt eigentlich auch alles drauf. Rundballen bis 180, Quaderballen bis 240. Ja, also, was will ich mich da beschweren? So, wir nehmen ändern. Die 46. Und dann kaufen wir das Teil. Und dann probieren wir es gleich mal aus. Dann probieren wir gleich mal aus, ob es auch funktioniert. So, jetzt bin ich wieder gerade ein bisschen unsicher. Habe ich jetzt Autoload? Hatte ich doch ja, gell? Nicht, dass das wieder mal rausgeworfen wurde. Ja, schlicht und einfach. Und wenn er seinen Job tut, wie heißt immer so schön auf eBay, tut, was es soll, dann sind wir doch zufrieden. Wir testen mal. Weil, wie gesagt, das ganze Material ist ja schon wieder dahin geflogen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie der das aufnimmt. Augenblick. So, Arbeitsstellung. Na? Huch. So, okay. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde. Ja, obwohl. Müssen wir mal schauen, weil vom Stapeln her, ja, dann halt vom Laden mit dem, 26. Ach, der macht da dann 3, oder? Oder wie, oder was? Ah, jetzt fahren wir hier einfach mal vorwärts um die Kurve rum und legen das Ding hier ab. Oh ja, man sieht, dass die Deichsel aneckt. Okay.
Okay, so, abladen, Ballen entladen. Ja, das scheint ja jetzt einwandfrei zu funktionieren, aber was mich auch immer ein bisschen so, das, ja, das wird jetzt bestimmt wieder hinfallen, oder? Blick. Was ist jetzt los? Ach du Schande, was ist denn jetzt passiert? Okay. Okay. Okay, irgendwas passt jetzt wieder hier nicht. Aha. Also ich kann auf jeden Fall hier... Nee. Hä? Ach du Schande, was ist denn jetzt los? So. Nee, abhängen geht nicht. Ich kann auch nicht mehr hier aus dem Wagen raus. Tja, das werde ich wohl noch prüfen müssen, was wir jetzt dafür ein Problem haben. Also ich kann jetzt hier zwar an die anderen, aber ich kann nirgends mehr raus hier. Aha. Okay. Ich kann zwar fahren, aber ich kann das Fahrzeug nicht verlassen. Tja, da denke ich, da werde ich das Ganze wohl in irgendeiner Form bereinigen müssen. Und das müsst ihr ja, tja, da muss ich mir jetzt Gedanken machen. Nichtsdestoweniger haben wir wieder was Interessantes hier festgestellt, wieder ein interessantes Phänomen. Wenn ihr vielleicht wisst, woran es liegt, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber von der Steuerung her kann ich hier weder jetzt in ein anderes Fahrzeug, ich kann nicht aussteigen. Es hängt da oben einfach fest. Wartet mal. So, wenn ich die Hilfe vielleicht ausschalte. Nö. Nee, die Hilfe kann ich auch nicht ausschalten. Okay. Ja, dann sieht es so aus. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Soll ich das Spiel speichern oder soll ich es nicht speichern? Tja. Sein oder nicht sein, das ist hier die große Frage. Ich bin da gerade ein bisschen am Zweifeln, wie wir jetzt hier weitermachen. Nichtsdestoweniger werde ich das jetzt versuchen hier zu bereinigen und dann sehen wir uns hoffentlich mit einem bereinigten Ballenwagen, der dann auch wieder funktioniert, wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge hier LS22 wieder auf unserem wunderschönen Big Farm Projekt. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.